Das Apfelschnetzen ist ein uraltes Lernbrauchtum und das dient eigentlich, dass man im Winter vertreiben und die Saat erwecken. Heute am Faschingsdienstag fahren wir Muntersberg rauf. Zum Abschluss von unserer Saison schnetzen wir da oben einmal, probieren wir es im Tiefschnee, schauen wir, ob es funktioniert. Das Drum, mit dem, was wir schnalzen, das nennt man Gorsel. Das ist aus Hanf, wird Draht von uns selber verjüngt. Am Ende von der Gorsel ist der Post dran. Der Post war früher ein echter Post, aber der Verschleiß war so hoch. Und mittlerweile schnalzt man mit einer Nylonschnur, weil die viel länger hält. Duschen tut er nicht der Boss, sondern durch die schnelle Umkehrbewegung der Gorsel durchschlägt der Boss die Schallmauer und dadurch entsteht der Knall. Auf geht's! 1, 2, 3, 4!